Hi Freunde, wir melden uns mal wieder. Wir haben jetzt irgendwie auch wieder eine Zeit lang nicht filmen können. Ganz klar. Das Kind ist da. Leon, du kommst hier rüber? Ja. Nicht auf den Parkplatz laufen? So. Wir haben eine Sache festgestellt. Ein bisschen ein Problem. Wir leasen ja dieses Auto. Das Problem ist mit diesem Auto, jetzt nachdem wir einen Maxi-Cosi haben, passt der Maxi-Cosi nicht hinter meinen Sitz. Und sie kann sich nicht hinten reinsetzen, falls sie mal stillen möchte, weil da einfach kein vollwertiger dritter Sitz drin ist. Oder allgenerell, ja. Und wir haben nicht genug Platz. Die nächste Sache ist, wenn wir jetzt über Weihnachten Besuch bekommen, haben wir nicht genug Platz, um auch unseren Besuch mitzunehmen. Und in meinem alten Auto, das ich für die Arbeit benutze, haben wir kein Isofix. Das heißt, da können wir die ganzen... Und keine Heizung. Also können wir den im Winter auch gar nicht benutzen. Ja. Und jetzt sind wir heute auf Autosuche. Nehmen wir euch einfach mal mit. Es gibt eine Art von Auto, die wir uns rausgesucht haben. Den Ford Expedition. Den wollen wir uns gerne anschauen. Jetzt haben wir hier einen sehr günstigen gefunden. Das ist natürlich die Frage, was ist mit der Karre nicht richtig, wenn er so günstig ist. Aber wir vergleichen jetzt einfach mal einen heute für 5.000 und die anderen kosten ungefähr um die 10.000. 9.000 bis 10.000. Und dann gucken wir mal, was wir in dieser Preisspanne da für Unterschiede sehen und was wir dafür bekommen. Let's go! So, heute nehmen wir euch mal mit zum Autosuchen. Ach, das hatten wir gerade eben schon. Wir waren gerade eben beim ersten Händler. Das sah gar nicht gut aus, deswegen haben wir euch das einfach erspart. Wir sind jetzt beim nächsten. Wir sind auch solche Autoverschacherer hier draußen. Chantilly ist genauso wie Manassas, da gibt es halt ganz viele Autohändler. Aber der erste für 5.000, das wollten wir euch ersparen. Das Problem war schon mal das erste. Der vordere Sitz ließ sich nicht mehr elektrisch bewegen. Das heißt, ich konnte nicht einsteigen, meine Frau darf noch nicht Auto fahren, wegen der Entbindung. Allgemein sah auch ein bisschen runtergeratzt aus. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, was wir für 5.000 bekommen und was wir nicht wollen. Der hier zum Beispiel kostet jetzt eher 10.000. Jetzt muss ich nur fragen, dass hier jemand rauskommt und mir das Ding mal aufmacht, dass ich mir das anschauen kann. Und dann sehen wir weiter. Genau. Erstmal inspizieren von außen. Wichtig ist natürlich, ob sie Rost haben oder nicht. Na, die Reifen sind ein bisschen runter, das heißt, da würde ich gleich mal wieder neue Reifen kaufen müssen. Das wird schon mal teuer bei der großen, bei der Reifengröße. Ja, Lackschäden sind uns jetzt egal. Ist jetzt nicht so wild. Wir sind nicht in Deutschland und wir müssen auch nicht darauf aufpassen, dass unser Auto super gut aussieht und beweist, was wir für geile Hengste sind und wie viel wir verdienen. So eine Karre hier zu fahren ist nicht so teuer. Guck mal, was schon mal gut ist, ich drehe mal um hier. Das Blinkerwasser ist schon mal nicht leer. Das heißt, ich kann blinken damit. Aber ansonsten, ja, macht erstmal einen ganz, ja, keinen schlechten Eindruck auf jeden Fall. Hab schon Schlechteres gesehen. Ein Deutscher würde sofort sagen, da Rost, dies Rost. Bisschen Rost ist mir scheißegal. Wichtig ist, das Ding muss sicher sein, fahren. Und wenn da ein bisschen Loch drin ist, wegen Rost oder so, und das nichts irgendwie ist, warum das Auto dann auseinanderfällt, dann ist mir das ziemlich wurscht. Genau. Meine Frau muss aber noch kurz stillen, bevor die jetzt rauskommt aus dem Auto. Und dann können wir hier hoffentlich eine coole kleine Tour von innen machen. Weil wichtig ist, wir brauchen 3 Sitzreihen. Wir brauchen definitiv 8 Sitze. Wir haben ausgerechnet, jeder, der uns besuchen kann oder will und kommen wird, wir brauchen so viele Sitze. Ob wir wollen oder nicht. Und wenn wir natürlich alleine sind, können wir diesen riesigen Kofferraum da hinten nutzen. Und haben schon gesehen, dass wenn wir unsere Tour machen wollen, dann können wir da hinten uns einfach eine Matratze reinwerfen und können da drin schlafen. Das wäre mega. Das würde schon mal heißen, dass wir uns ein bisschen ab und an Hotelzimmer sparen könnten. So, gleich geht's mehr. So, wir haben ihn schon mal. Aber erstmal Probefahrt machen, gell? Ja, wir haben viele kleine Abnutzungen, die ich schon so sehen kann hier. Nichts, was mich jetzt wirklich stören würde. 2 Cupholder hier, einer dort. Da in der Mitte ist sogar noch ein DVD-Player. Zum DVD-Player hat er gesagt, er weiß nicht, wie der geht. Die haben den gerade eben erst bekommen. Es gibt wohl hier eine Möglichkeit, wie man das richtig
anmachen kann und so. Power. Hat da was geblinkt oder nicht? I don't think so. Ja, das muss man mal rausbekommen. Auf jeden Fall haben wir hier oben schon mal in der Decke Lüftungen. Wenn man hier so sitzt, relativ hoch. Ich guck mal, dass ich das hier reinbekomme. Ja, hier hat man gleich die Decke. Gleich ein Licht, das ins Gesicht scheint. Cool. Kleiderhaken. Das ist eigentlich auch nicht so verkehrt. Da können die von hinten auf jeden Fall mitgucken. Und hier haben wir nochmal einen mittleren Sitz. Wenn der da drin sitzt, dann sehen die hinten nichts mehr. Cool. Ich bin auch gerade mal kurz vorgefahren. Fährt sich auf jeden Fall wie ein LKW, das Teil. Gucken, ob die Frau damit klarkommt oder ob es hier zu groß ist. Da bin ich gleich mal gespannt, wenn wir die Probe fahren machen. So. Aber ansonsten sieht der von innen echt okay aus. Ja. Hat 156.000 Meilen drauf. Klingt erstmal viel, ist aber ein V8, also ich denke mal, es dürfte ihm jetzt nicht so viel ausmachen. Einzig, wo man mal sieht, dass das Ding ein bisschen älter ist, halt in solchen Spuren. Aber ansonsten sind sie soweit alle okay. Unten haben wir noch was hier verbaut. Wahrscheinlich für den DVD-Player, ich bin mir nicht sicher. Ja, Ledersitze. Schon mal cool. So, jetzt gucken wir mal kurz hier. Okay. Bei dem anderen vorhin ging das ein bisschen einfacher, obwohl er älter war und ein bisschen runtergekommener. Aber jetzt gucken wir mal hier. Lässt sich relativ leicht aufmachen. Selbst die große Bank. Das finde ich cool. Das kriegt man alles hier mit einer Hand von hier vorne auf. Ich kletter gleich mal rein. Schau mal. Was? Ja, also hier oben haben wir auch nochmal Lüftungsschlitze. Selbst die hinteren Passagiere haben genug Luft, die hier ankommt. Und hier hinten ist auch sehr komfortabel, muss man sagen. Sehr groß. Nur der mittlere hat ein bisschen gelitten, weil er keine Kopfstütze hat. Aber wenn man immer in die Mitte ein Kind sitzt, rechts und links Erwachsene, dann sollte das schon okay sein. Ist auf jeden Fall ein Riesenschiff. Und dann haben wir noch ein bisschen Kofferraum. Das heißt, wenn man hier mit den Großen verreist, muss man schon schauen, wie man dann noch mehr Gepäck unterbringt. Aber Personen definitiv. Bequem ist er auch, sagt meine Frau. Okay. Hi ihr Lieben, wir sind zum dritten Mal diesen Monat in Bethesda. Bethesda ist immer über eine Stunde Fahrt für uns. Oh, warte, jetzt müssen wir nochmal hier zeigen. Ich habe gar nicht weggezoomt. Macht der nochmal was weg? Ja, dann machst du was hier weg. Ja, wie gesagt, jedes Mal eine Stunde Fahrt für uns nach Bethesda. Jetzt haben wir uns eine Breast Pump geholt hier. Ja. Ich fühle mich fast wie Indiana Jones. Und da haben wir eine tolle Kette für Kinder bekommen. Und eine Schnullerkette. Ja. Der Kleine entwickelt sich soweit super. Ja, der nimmt zu. Er nimmt gut zu. Und, mehr als er soll. Das ist super. Ja. Ja. Und auf jeden Fall werden wir uns gleich ein bisschen was zu essen holen. Und noch ein Auto anschauen. Das letzte genau. Haben wir euch gar nicht gezeigt. Ja, das vorletzte. Ich weiß, also das erste haben wir nicht gezeigt, das zweite haben wir euch gezeigt, ja. Aber die Probefahrt nicht. Heute gucken wir uns noch einen an.
Ich werde das aber alles hier mit reinpacken. Es ist jetzt schon wie viele Tage her, wo wir den letzten angeschaut haben? Ich glaube 4 oder 5. Freitag? Ja, also vor dem Wochenende. 4, 5 Tage her gewesen. Seitdem haben wir nicht mehr viel gefilmt. Momentan ist es ein bisschen schwierig für uns zu filmen. Mal einfach durchs Baby und der Kleine war erkältet und ruhelose Nächte. Ja, aber wir haben zum Glück noch genug da. Ihr werdet nur sehen, ab November wahrscheinlich oder Dezember spätestens werden wir die Videos ein bisschen zurückschrauben und werden, wie wir gesagt haben, nur noch 2 Videos die Woche bringen. Genau. Damit es einfach für uns ein bisschen entspannter läuft. Wir haben ein bisschen was in der Hinterhand, über was wir reden wollen. Das heißt, es kommen jetzt bald ein bisschen mehr informative Videos. Ja. Jetzt haben wir mal ein Jahr oder ein halbes Jahr fast nur gevloggt. Einfach um hier reinzukommen, um anzukommen, um es mit den ganzen Sachen auseinanderzusetzen. Und jetzt werden wir anfangen, euch mal unsere Erfahrungen und so Stück für Stück mit auf den Weg zu geben. Cool, ne? Hallo, ich bin auch da. Hi. Ich stehe nebendran. Ja, es ist auch da. So, also, wir suchen mal was zu essen. Essen. Noch mehr Ketchup. Ja, wir haben jetzt unterwegs so einen Platz hier gefunden. Da gibt es mehrere Restaurants drin. Und da haben wir jetzt bestellt bei 3 verschiedenen. Baobans Boat. Und bei dir war es? Ja. Amazing. Genau. Und ich habe bei Taco. Irgendwas mit Mining Taco. Ich gucke das nochmal an. Dann tun wir das alles wieder runter in die Box. Genau. Das sieht mal richtig nice aus. Ist das Steak? Keine Ahnung. Ich habe irgendwas bestellt. Sieht gut aus. So, wir haben euch wieder nicht das Auto gezeigt. Warum haben wir euch das Auto nicht gezeigt? Auf den Bildern sieht das Auto echt schön aus. Die Bilder müssen wohl im Winter gemacht worden sein. Da sah die Karre noch echt super aus. Wir waren jetzt gerade eben dort. Die Karre war von außen schon so zugeschmutzt mit, ich will gar nicht wissen was. Wir haben hinten reingeschaut. Tamara hat gesehen, dass schon hinten komplett durch die Scheibe alle möglichen Schlamm reingekommen sein muss oder Dreck oder Vogelscheiße, wer weiß, was das war. Vorne die komplette Armatur innen drin, also die kompletten Bedienpanels wurden komplett rausgerissen, also kein Radio, da ist gar nichts mit drin. Hintere Reifen war komplett eine alte, verrostete Stahlfelge drauf, während die andere, Alu hatten. Wir sind gar nicht erst ins Gespräch gekommen mit den Leuten, sondern sind direkt dann umgetreten, sind gefahren. Das Ganze war super ärgerlich, einfach aus dem Grund, weil davon nichts im Internet steht. Und zweitens, weil man denkt, ja, okay, wenn das ja auf dem Bild so aussieht, dann kann man wenigstens annähernd irgendwie was in der Art verlangen, dass da auf dem Hof steht. Und wir haben einfach von... Wann sind wir heute rausgefahren? 9:45 sind wir los. Wir sind um 5 Uhr zurückgekommen. Die Strecke nach Bethesda rüber sollte eigentlich 50 Minuten dauern. Dann waren wir ja beim Kinderarzt, mussten unterwegs noch halten, weil der Kleine Hunger hat, waren dann dort, haben dann den Termin gehabt, sind dann rübergelaufen, um noch, wie ihr gesehen habt, die Breastpump hier zu holen. Sind dann von dort aus wieder zurückgelaufen ins Parkhaus, rübergefahren, was essen, dann zu dem Auto und dann zurück. Und zurück hatten wir einfach nur noch Stau. Ja, wir waren einfach den ganzen Tag deswegen unterwegs. Das ist super nervig. Die Autosuche gestaltet sich als extrem anstrengend, aber wir geben jetzt erstmal noch nicht auf. Wir werden auch noch die nächsten Tage irgendwann wieder losgehen. Morgen geht der Kleine wieder in den Kindergarten und dann hoffen wir, dass wir mal ein bisschen Zeit haben zum Runterkommen und ein bisschen andere Dinge noch zu erledigen, weil bei uns stapelt sich alles am Papier und wir kommen einfach nicht dazu. Jo, so viel zu heute. Wir sehen uns demnächst nochmal. Wir halten euch auf dem Laufenden. Tschüss.